Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Yay. You were saying? Hat sie noch Your was orders, zu sagen? Captain? Nö, okay. Ja, wir sind in der letzten Folge, also in der letzten Aufnahmesession, endlich in Hasongo angekommen. Ah, Todesfeuerarchipel. Warum auch immer ich hier gerade nichts sehe. Wahrscheinlich, weil ich nicht auf der Hauptkarte bin. Schade. Ja, wir sind in Hasongo angekommen und das ganze Ding ist ein einzelnes Desaster. Jedenfalls riesige Fußabdrücke von Eotas. Und sehr viele tote Menschen und irgendwelche Nagas, die uns jetzt ans Leder wollen. Indeed. I did like snakes. Jo, das da drüben sieht gut bewacht aus. Ich habe Schlangen schon immer gehasst, sagt Soti. Okay. Gut, gucken wir mal kurz, was so geupdatet wurde. Fernes Licht. Segel nach Hasongo, das habe ich abgeschlossen. Ja, die Königliche Todesgefolgegesellschaft errichtete einen Leuchtturm rund um leuchtenden Adra. Vielleicht ist es das, worauf Eotas aus war, als ich in Port Maya Verbindung mit ihm aufnahm. Wenn ich den Leuchtturm erreichen kann, könnte ich vielleicht wieder mit Eotas sprechen. Der Adra-Leuchtturm steht am westlichen Ende der Festung. Ich habe einige Nager gesehen, die sich inmitten der Festung herumtreiben. Vielleicht gibt es einen Weg um sie herum. Soria erwähnte, dass es an der Außenmauer eine intakte Bombarde geben könnte. Einer der Soldaten warnte mich davor, dass die Naga mich überfallen könnten, wenn ich dem Wasser zu nahe komme. Dann halten wir uns vom Wasser fern, was aber wahrscheinlich nicht die ganze Zeit klappen wird. Also wir wissen schon mal, hier drüben ist was Böses und hier oben sind jede Menge Naga-Bogenschützen. Für die haben wir was Schönes. Genannt Feuerball. Wir müssen nur zu ihnen hinkommen. Oh, ohne dass Xoti uns krepiert. Oh, Adolf, etwas zurückweichen bitte. Da oben sieht es nicht gerade gut aus. Adolf sieht vor allem Dingen auch nicht gut aus. Edda hätte auf Kriegsbogen umschalten können, fällt mir gerade so auf. Und Xoti auf Armbrust, hätten wir sie von unten weiter beballern können. Korallen-Naga-Schwert. Mhm. Korallen-Naga-Bogen. Zählt wahrscheinlich zum Kriegsbogen. Jo, ist ein Kriegsbogen. Also was für Edda mal. Schuppen. Niedriger Schuppenpanzer, der bringt Geld. Und Hauer.
Ach nee, die bringen kein Geld, da steht nur der Wert. Denke ich mal. Sind die vielleicht jetzt bei Sonstiges gelandet oder so? Ich sehe sie jetzt gerade so nicht. Ja, Korallenschwerter. Der bessere Armbrust für Xoti habe ich leider gerade nicht. Das wäre meine Bombarde, so wie das aussieht. Und da ist noch ein Kanonenwehrgang. Mal sehen, wo uns das hinführt. Wahrscheinlich müssen wir unten eh erst Schwarzpulver Munition holen. Damit wir Maya schießen lassen können. Hier drin sieht es auf jeden Fall nicht schön aus. Die Kisten riechen muffig. Oh. Stand together. See that, Ishii? Auf ein Schwarzpulver eine Falle? Wo ist eine Falle? Ach, da ist eine Falle. Schwert, eine Akebuse. Spitzenschwamm. Reptilienaugen, die müssten eigentlich als Zutaten gelten, dachte ich. Ja, da sind sie auch. Genauso wie die Schuppen und die Hauer. Okay. Kanonierhandbuch. Beim Zielen muss der Kanonier sowohl die Entfernung zum Ziel als auch die Windgeschwindigkeit berücksichtigen. Danach folgt eine Reihe von Diagrammen, welche die optionalen Feuerwinkel die optimalen Feuerwinkel für Ziele in verschiedenen Entfernungen anzeigen. Indeed. Ich habe eine Anleitung gefunden, mit der ich die Bombarde auf ein Ziel ausrichten kann. Nee, das überlassen wir lieber Maya. Habe ich eigentlich sonst noch was? Grabrede für die Toten. Geschminkte Masken. Akemias Schatzkammer, das sind Sachen, die ich alle später machen wollte. Ja, Elafa in Hasongo finden, das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Und Tikawara, finde Perser. Ah ja. Kopfgelder. Samthandschuh, Messingfaust. Oh ja, das muss ich auch noch machen. Und die Graberstraße finden. I'm here, of course. Schwarzpulver, Kanonen und Kupfertero. Rautai-Währung. Wieder mehr Munition. Die Überreste sind verkohlt und aufgrund des verwendeten Schwarzpulvers schwarz. Wow, wer hätte das gedacht? Eine gute Lederrüstung. Ist nicht so gut wie die außergewöhnliche, die ich schon trage. Das jedoch nehme ich dankend an. Das ist eine gute Akebuse. Sie hat immer noch eine normale und zwei Schwerter.
Kriegt sie mal ein gutes Schwert von mir. Das ist übrigens auch schön, dass Sachen hier jetzt gestapelt werden, also Waffen und so weiter, und nicht immer einzeln angezeigt werden. Indeed. Jetzt ist noch die Frage, wie kommen wir da drüben hin? Treppe zum gefluteten Flur und da ist ein Naga-Geist. Es ist eben verbarrikadiert hier. Okay. Wird Zeit, dass wir mal den Naga da drüben zeigen, wozu kanonenfähig sind. Was ist das? Ein ganzer Abschnitt der Mauer wurde zerstört, was ein Haufen scharfkantiges Geröll hinterlassen hat. Zerbrochene Planken und Zinnen ragen auf der anderen Seite des Durchbruchs hervor. Erstmal weggehen. Ja, da unten gibt es auch noch jede Menge Naga am Wasser. Die könnte ich vermutlich umgehen. Aber jetzt benutzen wir erstmal die Bombarde. Eine schwere Messingbombarde steht auf der Mauer und ist aufs Meer gerichtet. Von hier hast du eine gute Übersicht über die geflutete Festung. Kennst du diesen väterlichen Stolz beim Anblick eines Neugeborenen, der in der Brust anschwellen lässt? Den fühle ich auch gerade. Mia tätschelt die Waffe. Munition überprüfen. Die Bombarde selbst ist nicht geladen und du siehst keine Munition in der näheren Umgebung. Vielleicht kann uns einer der Überlebenden im Lagerturm helfen, sagt Alof. Die Bombarde setzt ihre einsame Wache fort, in Richtung der Nagatri. Da versuchst es aber, sie steckt fest. Du blickst nach unten und stellst fest, dass sie an der rotierenden Plattform, befestigte Zahnräder eingerostet sind. Wer sich auch immer von seinem Wartungsglied gedrückt hat, ist hoffentlich unter den Toten. Maya blickt finster auf den traurigen Zustand der Plattform. Versuchen wir es nochmal. Eda drückt gegen die Bombarde, sie bewegt sich kaum. Nö. Wir können sie also schon mal nicht drehen und wir haben auch keine Munition. Versuchen wir es erstmal mit dem Enterhaken hier rüber zu kommen. Du schaust seinen Enterhaken auf die kaputte Mauer, er fängt sich sicher, weil. Ja, Seil überqueren. Du gehst auf der auf dem Seil zur anderen Seite der Mauer. Ja, hier geht's nicht weiter. Da sind Plünderer. Was ist hier? Bratfett und Salz. Moment mal, Bratfett. Ich habe etwas Kochfett gefunden, mit dem ich die verrosteten Zahnräder lockern könnte. Die Bombarde ist festgerostet. Ich brauche etwas, um sie zu schmieren, bevor ich sie nutzen kann. Ja. Dann tauchen wir jetzt mal hier unten durch. Die Treppe führt in einen überfluteten Flur hinab. Das Wasser ist klar, der Durchgang scheint sich ein ganzes Stück hinzuziehen. In den Durchgang schwimmen. Als sich der Durchgang langsam verdunkelt und das Wasser trüb wird, erreichst du eine Kreuzung, an der die Wände mit Rissen wie Spinnweben überzogen sind. Der Flur steckt sich nach links und rechts, der Weg zur linken ist dunkel, zu deiner rechten siehst du ein schwaches Leuchten. Doch schemenhafte dunkle Gestalten versperren den Weg. Dich im Durchgang orientieren. Dein gut geschärfter Orientierungssinn sagt dir, dass der Flur zu deiner rechten nach Westen führt. Während der links nach Südosten zurück zu den Docks zu biegen scheint. Nehmen wir den links. Der Flur biegt sich bis zu einer
bis du eine Tür erreichst. Sie ist durch das Wasser angeschwollen und steckt fest. Du ziehst probehalber an ihr, aber es wird viel mehr Anstrengung kosten, um sie zu öffnen. Die Tür aufziehen, Edda. Edda stemmt sich gegen die Türöffnung und zieht am Griff. Nach mehreren kräftigen Zügen fliegt sie auf und gibt eine Treppe zur Oberfläche preis.